Und dann mochte ich die Illyrische Konföderation, glaube ich. Ja, oder so. Das kann auch sein. Nee, Illyrien war doch... Also ich behaupte auch, wir haben jetzt schon mehr Folgen als für Rome 2. Ja gut, wir nehmen auch schon bestimmt 9 Stunden lang auf. Nee, über knapp, naja, na, sagen wir knapp 8. Nie wieder. Was? Nie wieder so lange, bis das nächste Rome kommt. Du willst Essen haben? Ich kann Essen gar nicht einnehmen, ne? Wer will das Essen sind haben? Vampire? Echt? Das sind Vampire. Oder nicht? Das sieht so vampirisch aus, die Städte. Ich kann das nicht sehen. Ostmark ist das. Ist Ostmark vampirisch? Das kann durchaus sein, ja. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar echt nicht. Ich kann mich natürlich auch irren, aber... Essen, neutrale Nebensiedlung. Links. Ich kann, ja, kann durchaus sein. Steht halt auch nirgendwo. Ich kenne mich da auch in Warhammer nicht so gut aus. Ostmark. Also ich hätte jetzt gesagt, das wäre ein Menschengebiet. Ja, hätte ich auch eher gedacht. Muss ich gestehen, aber gut. Aber die sind mir auch sehr freundlich, also. Okay. Ja, zumindest billigen eigentlich nur meine große Macht. Was jetzt nichts Negatives ist für mich. Kann ich mit leben. Aber. Was? Verdammt! Mist. Mann. Jetzt haben sich die Orks hier, die. Barack war geschnappt. Ja, so weit ist das auch gar nicht mehr. Ich würde ja schon gern wissen, wo die Chaos-Fraktion mittlerweile ist, ne? Eigentlich will ich es gar nicht wissen, weil ich Angst vor der Antwort habe. Die müssen sich ja schon irgendwie vorgekämpft haben, aber die scheinen noch nicht so weit gekommen zu sein. Oder sie sind eigentlich direkt vor unserer Haustür. Die könnten natürlich im Welt... Nee, das siehst du das schon? Was? Das nördliche Weltrandgebirge? Moment. Karag-Ungor? Nur Teile von. Glaube ich. Nee. Doch, Karag-Ungor sehe ich. Was ist da? Eine Ruine. Ah. Die Frage ist, war das schon immer eine Ruine? Oder war das Chaos dort? Ah, Ostmark sind Menschen. Ja? Okay. Angehört die Stadt mir. Schade, ich hätte gerne Essen gehabt. Ja, musst du dir was bestellen. Eine Ork-Fraktion will mit mir Frieden. Was? Gorfang, Rotgott, also die Rotzähne. Rotzähne, Rotaugen, Grüne. Die haben was ist denn los mit denen? Ja, komm, machen wir mal ein bisschen Frieden. Da habe ich da wenigstens ganz im Süden ein bisschen... Wetten, die Grünhäute wollen auch, ja, die wollen auch Frieden mit mir. Echt? Ja. Du bist langsam zu mächtig, oder? Ja, die haben ja mit allen Frieden. Krieg. Ja, die Orks, die sind gar nicht so kriegerisch, die sind eigentlich voll lieb. Wahrscheinlich. Was man ja, warte mal. Was man ja heute im Kino sehen wird. Ja, stimmt. Ich gehe am Wochenende aber erst rein. Aber ich bin die mächtigste Fraktion im Spiel. Und du bist gerade mal Vierter. Ja. Wer ist Zweiter? Bestimmt die Chaos-Fraktion. Das kann sein. So, Katapult noch eine Runde. Und dann... hast du im Grunde volle Entscheidungsmacht. Dann ist das soweit, sagst du? Ist ja dann deine Wahl. Du musst ja dann wissen, ob du angreifen willst oder nicht. Ja. Können es natürlich auch. Nee, der hat keine 19er Armee. Wer? Selig van Kruger. Also Tempelhof. Keine? Nee, der hat eine 15er. Ich sehe halt nicht, was er alles hat. Ich sehe ihn. Er ist ein Meister-Nekromant. Ich sehe Gruftgule. Ich sehe eine Einheit Skelettkrieger. Skelettspeerträger, Vampirfledermäuse und Wahrgeist. Eine Einheit. Und die anderen sind Fragezeichen. Eine Einheit Wahrgeist? Ja, aber er hat bestimmt noch mehr. Manche Details dieser Einheit sind unbekannt. Nähert euch, dann werden vielleicht weitere Informationen ersichtlich. Tu es nicht, es ist eine Falle. Liest man raus. Helden haben größere Chancen. Armee-Details verkennen. Ich habe keine Helden, du Arsch. Oh, habe ich schon fast vergessen, ey. Ui, ich kann mir jetzt einen legendären Kommandanten holen. Eine.
Runde, dann kann ich mir wieder eine Banshee holen. Achso, wolltest du nicht gucken, wie viel Gigabyte auf Platz hast, bevor die Aufnahme mal irgendwann nicht mehr... Ja, Platz habe ich noch genug. Aber... Sagte er. Ja, doch. So, die Aufnahme ist momentan lockig, flockige 148 Gigabyte groß. Und ich habe noch 349 Platz. Ach, meine Smite-Videos waren größer. Klar. Warte mal, das heißt, lass mich mal überlegen. Wenn ich die Aufnahme habe, vergessen. What the fuck, wir könnten jetzt theoretisch noch 14 Stunden spielen. Dann müsste ich aber ganz viel wegrennen. Damit da wieder Platz ist. Ach ja. Dann bitte, wenn es weitergeht. Es ist ja nett und so, aber... Oh, bei, guck mal hier, 45... Oh, das sind die Kassetten, die mache ich ja noch nicht weg. Was macht das? Das sind 15, na gut, das ist ja süß. Hatte ich nicht das geile Schwert hier? Nein, du hast kein geiles Schwert. Ja, aber... Auch 15, 30 Gigabyte. Ach, das ist... Schreiben. Ist das so eine besondere Quest? Aber wo finde ich die denn? Weiß ich nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Das müsste aber dabei stehen, was du dafür machen musst. Zielvorgaben gibt aber nichts. Meintest du nicht, wenn du irgendeine Provinz einnimmst, hast du es? Nee, irgendwie nicht. Hast du doch gesagt. Ja, nee, das ist das, was der vom Leveln her bekommt. Achso. Das Schwert. Achso. Musst du das dann auswählen vielleicht erst? Ja, das ist eigentlich, da ist ein Haken dran. Wie, das ist ein Haken dran? Ja, das ist wie so eine Fähigkeit, ja. Bei Details. Ja, ja. Okay. Nee, ist drin. Du hast gerade geleckt, aber ich vermute, dass es drin, hast du gesagt. Nee, bei Details ist es erst gar nicht drin. Ach so, was ist denn da? Vielleicht ist das anderes? Nee, aber muss ja sein. Ist auf jeden Fall ein Schwert. Nee, eine Axt. I don't know. I don't know either. I hope I get this. Achso, das ist aber, weil du jetzt Level, keine Ahnung, 8 geworden bist, oder was? Aufgabe, Schwert der unheiligen Macht würde ich bekommen. Diese Aufgabe beginnt automatisch. Hast du sowas bekommen? Nee, ich bin noch nicht Level 8. Aber hier steht auch, diese Aufgabe beginnt automatisch auf Rang 8. Das heißt, man muss das dann echt erst finden, oder wie? Bei mir steht das nicht. Also bei mir steht diese auch. Also das ist bei. Ja, bei, du bist ja schon Rang 8. Das heißt, bei dir ist es automatisch sozusagen gestartet. Weil, also die so Reittiere sind, die ich machen kann, sind halt Fähigkeiten. Ja, aber wo finde ich die denn? Wie? Achso, ja, diese Mission. Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Wer ist das? Wie, was? Das Schwert? Moment. Oder Axt, oder? Die Ads. Moment. Dann ist er. Die Axt von Grimnir. Axt von... Mit einem M? Ja, Grimnir. Grimnir, also N-I-R. Ja, genau. Grimnir. Warhammer. Total War Warhammer. Total War. Sagen des Nordens, da steht hier nix. El Trueno de Grimnir. Oui, oui. Ricky, la biblioteca del viejo mundo.
Ja, nö, steht hier nicht. Ja, doof. Oder das ist für dich Loot, das du finden kannst nach dem Kampf. Das kann auch sein, ach, keine Ahnung. Einfach Runde beenden. Einfach ignorieren. Ja, stimmt, du hattest gestern gesagt, es gibt ein neues Humble Bundle, ne? Ja, Ubisoft. Schisch. Da meinst du, nee, ist jetzt nicht so geil. Ja, weil ich das meiste schon hab. Ach, guck mal. Monthly Bundle kriegst du Rocket League. Hm. Es werden immer weniger Nationen. Grünhäute, die Plattnasen. Schon wieder eine? Die sind wie du. Nee, die sind also, schlimmer. Die nehmen einfach alles auf, ey. Ja, aber... Was ist denn da los? Die sind viel schlimmer als ich. Krieg erklärt, Estalia gegen Grünhäute. Estalia habe ich noch nie gehört. Doch, jetzt. Nee. Nicht mal jetzt. Jetzt nicht mehr jetzt. Galgen. Achso, der Galgen ist endlich fertig. Na, das ist doch wunderschön. Damit sich die Maden endlich mal nicht mehr hier nerven. Ich bin jetzt näher. Ich sehe immer noch nichts. Wie, du bist jetzt näher? Ich bin jetzt näher am Tempelhof dran. Ich dachte, ich sehe jetzt was. Ach so. Aber nein. Nein, 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 nein. Wollte ich noch irgendwas auf irgendwas sparen? Ja, die 6000 wollte ich sparen, ne? Moment. Ich habe hier schon den unheimlichen Wald. Ach, ja. Wo genau ist Tempelhof? Abgesehen, also, wenn du von Essen ausgehst? Schräg links darunter. So in diesem Gebirge? Nee, andere Richtung. Also, ich sag mal, gegenüber von Karakadrin. Nach links. Oder nach unten, je nachdem, wie du guckst halt. Karakadrin. Gegenüber? Ja. Wie weit gegenüber? Da liegt noch eine Stadt von mir zwischen, das ist schon ein bisschen. Okay. Da bei dem Berg, oder was? Ja, das ist ein kleiner... Du siehst doch, warte mal, das ist die Karte. Du siehst doch diesen Berg mit den Totenkopf-Augen, die leuchten. Ja, genau. Bei Motland. Ja. Und direkt da drüber sozusagen, also wenn du jetzt frontal drauf guckst, da drüber ist Festung Oberstier. Stier. Ja, ja. Und schräg da drüber ist Schloss Tempelhof. Ich weiß, siehst du, wo ich stehe? Nein. Ah. Müssen wir das Bündnis mal machen. Get my axe. Boah, jetzt wollen die auch noch was von mir, ey. Was wollen denn die Zweiten von mir? Das ist ein militärisches Bündnis, ne? Ja. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ja, ein paar andere Sachen, glaube ich, haben wir noch. Den brauche ich. Ist es nicht automatisch? Ich glaube nicht. Egal, wir machen es einfach. Verbündete sind manchmal überraschend gewählt. Okay, ich sehe immer noch nicht, wo du stehst. Schade. Das ist doof. Ich sehe eine Armee von dir, aber... Ja, wahrscheinlich die in Waldenhof. Ja. Ah, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Mache ich? Mache ich? So, wie viele Fraktionen hassen mich jetzt? Alle? Ach, was mache ich denn? Den dunklen Hain brauche ich hier nicht. Die Ostmark hasst mich gar nicht wegen dir. Ja, die mögen mich bestimmt auch. Nee. Noch. Doch, doch. Du weißt es noch nicht. Okay. Ey, das ist echt... Aber sonst hassen dich ziemlich viele. Ja. Nein. Glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den komischen dunklen Hain hier wieder abreiße. Ja, aber was dann hinbauen? Eine Beingrube.
Weiß ich nicht. Weil zwei so eine Heile bringen mir auch nichts. Oh shit. Shit. Ist noch da? Speichern. Speichern. Hallo? Hallo? Ah, Skype kackt gerade rum. Anruf muss wiederhergestellt werden. Bist du wieder da? Ja. Okay, bist du noch im Spiel? Moment. Ich habe gerade schnell gespeichert. Ja, bin noch drin. Okay, ich habe gerade gespeichert, weil irgendwie Skype hier immer wieder Verbindung aufbauen musste. Ja, mein Steam auch. Wie dein Steam auch? Das Steam hat kurz offline. Arsch, okay. Keine Ahnung. Egal, bin ja noch drin. Alles gut. Okay, weil ich gerade hart am Überlegen bin, was ich jetzt mache, ey. Ich brauche nicht zwei, eigentlich zwei so eine Haine, aber was soll ich dann dahin machen? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Das Einzige, was ich in Waldenhof sonst bauen kann, ist eine Beingrube, denn die macht 20 plus 20 Wachstum. Gut, ich meine, Wachstum ist ja erstmal nie verkehrt. Ah, Moment, ich kann mittlerweile jetzt eine Banshee machen, ne? Rosalind Gorst, Elsa Posner, Annika Hellnich. Da fehlt eine Karstein. Ja, da gibt's keine Karsteine. What the fuck ist los mit euch? Was ist ein schöner Name? Rosalind? Rosalind. Elsa? Oh geil, das ist auch super. Rosalind ist Ghoulflüstererin. Elsa ist unförmig. Und Annika ist leicht reinzulegen. Was ist denn unförmig bitte für eine Charaktereigenschaft? Pass auf, feindliche Führerschaft, minus zwei. Weil sie so scheiße wahrscheinlich aussieht. Unförmig. Das ist die beste. Leicht reinzulegen. Erfolgschance der Aktion des feindlichen Helden plus 5%. Das ist ein bisschen doof. Bisschen. Ja. Brauche ich das? Was denn doofe? Och, ja. Nee, überhaupt jetzt. Ich meine, die sind halt auch starke Einheiten, aber. Ja, nee, noch nicht. Kann man später machen. Aber ich bin immer noch nicht weiter mit meinem Problem hier. Ja, dann. Keine Ahnung. Den Hain weg dafür. Eine Beingrube, Wachstum plus 20. Dann würde ich 105 machen. Ich brauche 1500 für die nächste Stufe. Da bringen wir 20 aber auch nicht viel. Ja, aber das wäre sinnvoller. Das wäre sinnvoller. Sicher? Ja, ich brauche keine zwei Haine. Ja, wenn du sie nicht brauchst, reiß es ab und bau was Neues hin. Dann baue ich das erstmal ab. So, okay. Du kommst mal dorthin oder gehst schon mal in die Nähe? Du brauchst ja eine Runde, ne? Nee, also der Runde sollte es fertig sein. Okay. So, die stehen. Ich müsste dort. Aber nochmal. Hast du eine Armee greifbar? Was heißt denn greifbar? Die sich noch bewegen kann? Wohin? Karakadim? Ah, das könnte schwierig werden. Warte. Ich kann nach Waldenhof wieder zurück. Weil der sich nämlich darunter hergräbt. Das hättest du ein bisschen früher sagen sollen, bevor ich bewegt habe. Ja, ich hab's gerade selbst erst gesehen. Wie lange braucht der? Weißt du das? Eine Runde? Zwei? Ich gehe mal wieder nach Waldenhof. Danke. Ja, ich bewege meine Armee. Ich muss außen rum, das ist das Problem, wenn ich nicht durch dein Land gehe. Wo kommt. Ja, aber wo. Die Frage ist auch, wo kommt der hin, ne? Ich weiß nicht, ob er direkt die Stadt angreifen kann. Ich meine, ich hätte da immer noch Garnisonen okay, drin ich und sollte ihn eigentlich besiegen. Ich mach mal folgendes. Rekrutieren. Nee. Nee. Johann Wannhall, dich will ich nicht haben. Nee, hör auf, irgendwas Neues zu machen jetzt für mich. Aber jetzt sehe ich auch Schloss Tempelhof. Ah, siehst du? Wow, die haben ziemlich viel Garnisonen. Wow. Ja, die haben genauso. Die haben 16er Garnison. Wow. Und dann wow. Ja, und eine 15er am. Oh, ich sehe mittlerweile alles. Ja, ich auch. Oh. Wow. Achso, du siehst die komplette Armee? Ja, ja.
Also, die haben natürlich ihn selbst. Die haben zweimal Gruftgule, einmal Skelettkrieger, einmal Zombies, einmal Skelettsperrträger. Die haben zweimal Todeswölfe, vier Vampirfledermäuse und drei Bargeists. Da kann ich aber mithalten. Ich habe nämlich insgesamt fünf Bargeists. Oh. Ich habe ja Artillerie dabei. Also, kein Problem.